An sich ist es nicht schlecht, eine DVD am Boden einer Straße zu finden, da sie nichts kostet. Aber manchmal sollte man es lassen, da manche nicht das sind, was sie sein sollten. Ich ging gerade von der Arbeit nach Hause, als ich eine alte DVD auf der Straße sah. Ich bemerkte, dass es eine von der Serie SpongeBob Schwammkopf war und es stand noch MKR drauf. Neugierig hob ich die DVD auf und machte mich auf den Weg nach Hause. Als ich zu Hause ankam, wollte ich unbedingt sehen, was auf der DVD war und schob sie in den DVD-Player. Dann wusste ich, was MKR bedeutete. Es war der Titel der Folge, Mr. Krabs Rache. Ich fand den Titel unglaublich gut und dachte, dass Mr. Krabs etwas vom Plankton stehlen und sich somit an ihm rächen würde. Als die Folge anfing, stand dort vor 17 Jahren. Danach sah man Mr. Krabs und seine Frau, die sie Eva nannten. Es war einfach toll, sie zu sehen. Sie war kein Wal, sondern eine andere Kralle. Sie unterschied sich nicht so stark von Mr. Krabs, nur Lippenstift, ein Kleid und etwas schlanker. Man sah die beiden in einem Adoptionshaus, genauer gesagt in ein Zimmer, mit einer Hebamme und einem Baby. Das Baby war Perla, alle schienen glücklich zu sein. Dann sah man SpongeBob aus seinem Haus gehen. Er verabschiedete sich von Patrick und Thaddeus, welcher ziemlich nett zu SpongeBob war. So kannte man Thaddeus gar nicht. Als er in die Bootsfahrschule ankam, war Mrs. Puff nicht zu sehen. Er nahm sich die Schlüssel und sagte, da muss ich heute wohl alleine fahren. Ich fing an zu lachen, da ich wusste, dass diese Aktion kein gutes Ende nehmen konnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie recht ich hatte. Als er anfing zu fahren, machte er es eigentlich ganz gut, so als hätte er bereits den Führerschein. Plötzlich fuhr er runter von dem Testgelände auf die öffentliche Straße. Ich dachte, dass er mal was anderes probieren wollte, als er genau in diesem Moment die Kontrolle verlor und auf den Park zuschlitterte. Dann sah man, dass Mr. Krabs, Eva und Perla in der Schusslinie waren. Ich rief innerlich, weicht aus! Und dann bemerkte ich etwas. SpongeBob lachte wie verrückt. Das war kein glückliches, sondern ein wahnsinniges, beinahe krankes Lachen. Ich wusste nicht, was noch passieren würde und dann geschah es. SpongeBob krachte frontal in Mr. Krabs Frau rein. Man sah, wie der Wagen eine Spur aus Blut hinter sich herzog und der Kinderwagen mit Perla weggeschleudert wurde. Mr. Krabs rannte sofort zu ihnen und flehte seine Frau an, nicht zu sterben. Jedoch war es mehr als offensichtlich, dass jenes nur noch halb existierende Gesicht Teil einer Leiche sein musste. Als auch Mr. Krabs dies realisierte, wies er von Eva ab und rannte zu Perlas Kinderwagen, welcher vollkommen demoliert am Boden lag. Letztendlich fand er sie und es ging ihr gut. Plötzlich erschien ein weiterer Szenenwechsel und mit ihm ein einziges Wort. Heute. Man sah Mr. Krabs an einem Kalender stehen und er murmelte die ganze Zeit. So lange her. Danach sagte er mit einem verstörenden Unterton. Erst kommt sein Freund. Ich habe geahnt, was das bedeuten würde. Ein weiterer Szenenwechsel. Man sah Patrick in seinem Haus in einer Ecke sitzen und dahinter war Mr. Krabs, der ihn mit einem Messer bedrohte. Ganz entgegen seinem Naturell schien Patrick sich diesmal dem Ernst der Lage bewusst zu sein. Patrick wimmerte mit einer lauten, verzerrten Stimme. Mr. Krabs lachte krankhaft und fing an, Patrick langsam das Messer in den Rücken zu bohren. Ich versuchte mir klarzumachen, dass ich nur eine Zeichentrickserie ansah, dass dies alles nicht real gewesen war. Jedoch gelang mir das nur halbherzig und mir wurde schlecht. Jeder Versuch, sich gegen mein Mittagessen, welches jetzt wieder anklopft, zu wehren, scheiterte kläglich und ich musste mich übergeben. Selbst als ich nach der ganzen Zeit wieder aufsah, war Mr. Krabs noch damit beschäftigt, Patricks Rücken herumzubohren. Das laute Wimmern von Patrick wurde immer leiser, bis es letzten Endes komplett verstummte. Mr. Krabs ging aus dem Haus. Kein Ton, kein Zähnewechsel, nur der leblose Körper von Patrick, in welchem noch das Messer steckte, war zu sehen. Seine Augen waren weit aufgerissen, der Boden mit Blut verschmiert. Ich wusste, es war ein Cartoon, dass es nicht real war. Allerdings hielt all mein Wissen meinen Körper nicht davon ab, in eine Art Schockstarre zu verfallen. Das wohlbekannte Geräusch von Patricks Haus, welches geöffnet wurde, unterbrach die Stille. SpongeBob kam herein. Mein erster Gedanke war, dass er traurig oder gar wütend sein würde. Doch sein gleichgültiger Gesichtsausdruck widersprach mir mit jeder seiner Fasern. SpongeBob nahm sich das Messer und stach mehrmals auf Patricks leblosen Körper ein. Zuerst lustlos, beinahe gelangweilt, doch dann immer schneller, euphorischer. Er fing an zu lachen, erst leise in sich hinein, doch desto schneller und besessener er auf Patrick einstach, änderte sich auch sein Lachen. Es war dasselbe Lachen, welches man auch gehört hatte, als er Mr. Krabs Frau überfuhr. Ich bemerkte, wie sich bei diesem Anblick Angst in mir ausbreitete. Inmitten des psychopathischen Anblicks, welcher sich mir bot, kam erneut ein abrupter Szenenwechsel. Man sah Mr. Krabs vor SpongeBobs Haus stehen, in der Hand eine Machete. Er öffnete die Tür und trat ein.
Man hörte die ganze Zeit SpongeBobs wahnsinniges Lachen, welches mit jedem Schritt von Mr. Krabs schriller und lauter zu werden schien. Als Mr. Krabs die Tür öffnete, hinter welcher sich das Lachen verbarg, sah man SpongeBob, welcher scheinbar willkürlich auf Perlas leblosen Körper einstach. Oder das, was noch von ihr übrig war. Mr. Krabs rannte auf SpongeBob zu und stach mit dem Messer auf ihn ein. Immer und immer wieder. Er keuchte und schrie willkürlich umher, während er das Messer jedes Mal vom Neuen aus SpongeBob herauszog, um es erneut in ihn zu rammen. Der gelbe Schwammkopf zerlegte sich nicht, wie so oft schon in der Serie gesehen, in einzelne gelbe Teile. Nein, er blutete und einige Eingeweide wurden mit dem Messer herausgerissen. SpongeBob lachte einfach weiter, selbst während er starb. Ein Flackern. Der Bildschirm wird schwarz. Langsam wurde ein Satz in roter Schrift eingeblendet. Am nächsten Morgen. Erneutes Flackern. Man sah Thaddäus in SpongeBobs Haus gehen und sah, wie er auf ein Bild blickte. Ein Bild von SpongeBob. Darunter stand You will die. Es schien, als wäre der Satz mit Blut unter das Bild geschrieben worden. Wieder ein Flackern. Langsam blendete die Outro-Musik von SpongeBob ein. Sie war langsam als normal verzerrt und ich hätte schwören können, dass ich Patricks Wimmern darin vernehmen konnte. Dann kam erneut ein Satz. Erzähle niemandem von dieser Folge oder du wirst es bereuen. Als ich mich nach einiger Zeit aus meiner Starre lösen konnte, nahm ich die DVD mit zittrigen Fingern aus deren Recorder und schmiss sie in den Müll. Ich konnte die Nacht nicht schlafen und an nichts anderes mehr denken als an diese Folge. Die Sonne ging auf und das erste Mal seit dem letzten Abend schoss mir ein klarer Gedanke durch den Kopf. Ich muss diese DVD vernichten. So schnell es ging, lief ich zum Mülleimer, um sie herauszunehmen. Sie war nicht mehr da. Ich drehte mich ungläubig von meinem Mülleimer weg, als ich im selben Moment ein Foto auf meinem Kühlschrank sah. Ein Foto von SpongeBob, unter welchem stand You will die. Ich erinnerte mich daran, dass das Bild auch in der Folge zu sehen war. Es schien, als wäre dieser Satz mit echtem Blut geschrieben worden. Nicht nur, weil es noch auf dem Foto herunterlief, sondern auch, weil ich schwören konnte, dass das Wimmern, welches jetzt aus dem Bad zu hören war, gestern noch nicht da war. Bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ihr eine DVD irgendwo am Boden seht, lasst sie dort. Wer weiß, was sich auf ihr befindet.